Hallo und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, wir sind auf dem Weg, Stinkers Versteck zu plündern. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Da kriegen wir vielleicht ein bisschen... Ja, wer weiß, wie viel Geld er da gehortet hat. Ich meine, es muss ja schon einiges sein, wenn er sagt, ja, damit können wir abhauen und heiraten und bla bla bla. Zu der alten Dirnen. Oh ja, so alt ist sie nicht. Wir gucken jetzt erstmal nach dem Versteck. Das muss ja irgendwo hier in dem Bereich sein. Ich glaube, es war schon noch auf dem Grundstück, so wie ich ihn einschätze. Das sieht eigentlich ziemlich verdächtig aus. Vielleicht hier an den Steinen? Ja, beginnen zu graben. Du hast... Was? Ich hab doch sonst auch immer eine Schaufel. Wollt ihr mich verarschen? Da hat hier doch safe irgendwo eine Schaufel rumstehen, oder? Ach, du hast folgende Dinge aktiviert, wenn ich stehen bleib. Okay, verständlich. Ich dachte schon, ich habe das freigeschaltet. Und guck mal, eine Schaufel. Mehr klaue ich auch von dir nicht. Du hast mir gut geholfen. Ich bin überladen. Aber natürlich. Können wir irgendwas essen? Eine Karotte, komm. Immer noch überladen. Ah, wir haben hier noch. Könnten wir das in die Satteltasche machen? So. Hier. Hundertfünfzehn Groschen und robuster Gambason. Tada! Wir haben ihm sein Zeug geklaut. Ich fühle mich super. Können wir in die Satteltasche. Wie sieht es eigentlich damit aus? 3, 5, 8, 14, 8. 1, 1, 1, 10, 18. Ja, okay, 18 ist schon gut. Der Hut kann ja auch so lang weg. So. Neue Stufe Vitalität. Und wir haben eine neue Hauptstufe, habe ich gesehen. Vitalität haben wir auch 2 Punkte. Da könnten wir eigentlich mal... Was? Reitzeug, gewöhnlicher Sattel. Ach, da gibt es auch noch was? Echt? Sogar das Zaumzeug? Das ist auch wichtig? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und es gibt noch mehr Sachen? Hufeisen, Körperrüstung, Körperrüstungsstoff. Wow. Okay, krass. Krass. Okay, wo war ich denn geblieben? Spieler, Hauptstufe. Länger ohne Essen, das Leben ist hart, je schlechter das Bett, desto besser. Duft des Mannes, Nachtschwärmer, Speer 1. Erhöht die Sichtweite bei der Schnellreise, wodurch du unterwegs früher bemerkst, zudem ist deine Chance auszuweichen um 10% erhöht. Frischluft nach Kerker, Bürger in Städten, Dörfern sowie ihrer unmittelbaren Umgebung als du. Ein Bonus auf 1 Stärke, Agilität und Vitalität und Redekunst. Naturbursche war das außerhalb Städte. Akrobat. Du warst schon immer gelenkig und hast in deiner Kindheit viel herumgerollt. Dir dabei aber oft den Kopf geschunden. Redekunst und Charisma sind um 1 Punkt verringert, aber du erhältst Bonus von 2 Punkten auf Agilität. Das ist scheiße. Gelehrter. Deine Lesefähigkeit wird um 3 Punkte erhöht. Dies geht jedoch auf Kosten deiner körperlichen Verfassung. Deine Stärke und deiner Fertigkeit Kampf werden um 1 Punkt verringert. Das sagt. Güldene Zunge. Du hast stets Diplomatie roher Gewalt vorgezogen. Und das macht sich bemerkbar. Du erhältst einen Bonus von 2 Punkten auf Redekunst, aber einen Malus von 2 Punkten auf Stärke.
Nacht und Nebel, du hältst einen Bonus von 2 Punkten auf Heimlichkeit, verlierst aber 1 Punkt auf Stärke und Redekunst. Das ist halt auch scheiße, Rohling. Du setzt lieber auf hohe Gewalt, du hast 2 Punkte auf Stärke, aber einen Malus von 1 Punkt auf Redekunst und Charisma. Schönling, du bist ansehnlich und charismatisch, gehörst aber nicht gerade zu den stärksten Menschen. Dein Charisma ist um 2 Punkte erhöht, deine Stärke um 2 Punkte verringert. Das ist alles richtig. Wollte ich mal gesagt haben. Agilität. Fliegengewicht. Wenn du fällst, erleidest du 30 Punkte weniger Schaden. Hey, ist ja der Wahnsinn. Da kommt fürs Erste nichts weiter dazu. Vitalität. Dickes Blut. Blutung verliest nicht so deine Blutbahn. Du sputtest 20% langsamer, verbrauchst aber 20% weniger Ausdauer. Das hatten wir ja hier. Und das war das andersrum. Gesunde Ernährung. Wenn du dich 5 Tage in Folge nicht überfrisst und auch nicht hungrig wirst, erhältst du einen Bonus von 1 Punkt auf Vitalität und Agilität. Das ist gar nicht mal so schlecht. Robuster Magen. Du kannst deinen leeren Magen selbst mit verdorbenen oder vergifteten Essen füllen, ohne Schaden zu nehmen. Allerdings spürst du auch keinerlei positiven Auswirkungen. Gilt nicht für Alkohol. Ich glaube, wir nehmen übrigens die Geschwindigkeit mit 20% schneller laufen. Oder lieber Marathonläufer mit 20% länger. Ich meine, es kommt aufs Gleiche hinaus. Dann nehmen wir lieber die schnell wieder Wind. Komm, zack. Und dickes Blut halt nehme ich auch. Komm. So. Redekunst. Silberzunge beschert dir einen Bonus auf Redekunst beim falschen Minnesänger. Wenn du dich mit Frauen unterhältst, ist dein Ruf um 50% erhöht und du erhältst einen Bonus von 1 Punkt auf Redekunst, wodurch du sie leicht überzeugen kannst. Zudem kannst du die Dienste von Badehäuserdirnen kostenlos in Anspruch nehmen. Oh. Empathie. In Gesprächen siehst du die Werte der Fähigkeiten deines Gegenübers. Geil! Nehmen wir mit! Letzter Preis kennen wir ja, von niederer Geburt kennen wir auch, das war das mit der Redekunst. Dann lieber noch Minnesänger, finde ich eigentlich ganz cool. Nehmen wir das noch mit. So, wir sprinten schneller, ist das nicht wundervoll? Ich merke nichts davon, ich merke nur, wie meine Ausdauer rapide runtergeht. Also ich schätze mal, holzfällermäßig müssen wir eher da hoch als. Aber wir können ja erstmal hier hingucken. Das ist das nächste. Oder halt am nahesten. Was war eigentlich D? B und D. Dann gehen wir jetzt erstmal zu B. Ja. Ja. Das wäre hier. Da ist ein Minenschacht. Du hast entdeckt Höhle. Also, mir ist definitiv nichts. Haben wir irgendwas anderes wenigstens? Aber nee, sieht nicht danach aus. Nee, okay. Habe ich mir auch schon fast gedacht, dass es das sicher nicht sein wird. Dann gehen wir jetzt zu D und dann E und F. Ja. Ja. Können wir mit dem Pferd schwimmen? Ging glaube ich nicht. Gell? Wir konnten nicht aufs andere Flussufer rüberschwimmen. Nur wenn das Wasser jetzt nicht tief genug wäre. Ich kann nicht schwimmen. Ach stimmt, wir selber können ja gar nicht schwimmen. Ah, toll. Ja. Heißt, wir müssen auf den nächsten Übergang warten. Ja. Da vorne sieht es aber gut aus.
Hier kommen wir rüber. Ja. So, rüber, zwischendurch. Wir sind schon da. Du hast entdeckt Höhle. Oh, guck mal, ein Höhlenpilz. Mehr ist hier nicht. Wow. Egal. Habe ich mir auch schon fast gedacht. So, wir gehen jetzt weiter zu E. Querfeld ein, versteht sich. Langsamer vielleicht hier. Ja. 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 Was war das gerade? Wir steigen mal kurz ab. Vielleicht ist hier irgendwas vergraben oder so. Oder ist das wirklich nur... Das sind wirklich nur ganz komische... Unnötig! Ja! Und da hängt einer. Einfach so. Kann den losmachen? Das würde mich jetzt echt mal interessieren, ob wir den losmachen können. Entschuldigung, Hund. Okay, da geht gar nichts. Hätte ja sein können. Und Hund, tut mir leid, du bist voll im Weg gewesen. Ja. 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 So, wir gehen hier hoch. Und hier ist ja so eine Art Weg. Hier ist doch perfekt. Wir müssen, glaube ich, auch sogar schon da sein gleich. Also so weit ist es, so viel ich weiß nicht. Kommen wir hoch? Hier kommen wir hoch. Gut. Ich hoffe, dass uns nicht gleich ein paar Banditen entgegenkommen, wie es sonst normalerweise der Fall ist. Schon da? Ah, hier, okay. Das sieht sehr gut aus, würde ich behaupten. Das sieht sogar verdammt gut aus. Wisst ihr was? Ich speichere jetzt. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass nicht irgendein Kack passiert. Da liegt er. Wir hätten hier schlafen und speichern können. Toll. Hi. Oh, Gnade. Der sieht scheiße aus. Lange wird er nicht durchhalten. Hilfe. Bitte. Oh Gott. Was ist in Neuhof vorgefallen? Wer ist hinter dir her? Wichts, Leute.
neuer Hof war eine Schlachtbank. Weshalb? Wir wollten niemanden töten, aber sie haben... Das sind Barbaren. Wir haben das Weite gesucht. Der Typ sieht richtig beschissen aus. Können wir dir nicht mal helfen? Was ist mit dir geschehen? Wicht und seine Männer haben mich gefunden. Wo sind sie hin? Ich weiß nicht. Ich suche nach diesen Dreckskerlen, die Neuhof überfallen haben. Wo kann ich sie finden? Sie haben ein Lager. Wo? Komm schon, sprich! Ich weiß es nicht. War noch nie dort. Woher weißt du dann davon? Wer hat dir davon erzählt? Mein Kumpel, Timmy. Er war dort. Aber sie... Vielleicht haben sie ihn erwischt. Wo kann ich ihn finden? Er arbeitet bei der Windmühle in der Nähe von Merhoyet. Wenn er noch lebt. Oh Gott, können wir dem helfen? Was mache ich jetzt mit dir? Hilf mir, bitte. Du hast dein Schicksal verdient, ist beschissen. Für dich kommt jede Hilfe zu spät, wahrscheinlich eher. Tut mir leid, aber für dich kommt in diesem Leben jedwede Hilfe zu spät. Ich weiß. Hilf mir ins Nächste, bitte. Ich soll ihm helfen ins Nächste. Okay, dem geht's beschissen. Das ist Leiterlösung. Wir tun ihm den Gefallen. Oh, er tut mir ja leid. Wir nehmen jetzt erstmal... Sein Vater tut mir vor allem leid. Weil hier im Verrecken lassen ist halt auch scheiße. 15 Äpfel, hey! Pilze, der tut mir schon leid. Guck mal, alle, die bei dem Unfall dabei gewesen sind, bei der Kack. Die eine Seite wollte halt wirklich überhaupt nichts machen. Die sagen, okay, wir kriegen das so hin. Wir wollen nur ein bisschen klauen und dann kommen die anderen, oh, wir schlachten alle ab. Geil, geil. Er tut mir schon ein bisschen leid, muss ich sagen. Nimm Pilz mit. Oh, und noch ein Pilz nehmen wir auch mit. Und was haben wir hier? Oh, ein Pilz. Okay. Pferd. So, ich würde sagen, Schnellreise. Wir gehen jetzt erstmal nach Ledetschko, zu dem Vater zurück. Und gucken, ob wir da... Wir haben ja doch bestimmt irgendwelche Quests, oder? Warte. Ah, wir müssen es noch Timmy... Oh Gott, das hätte ich mir früher überlegen sollen. Wir waren ja gerade hier irgendwo, da hätten wir auch hier hochrennen können. Ich dachte eigentlich, wir sagen dem Vater mal kurz Bescheid. Der tut mir ja schon fast ein bisschen leid, der Vater, muss ich sagen. Wo ist der Gerberer überhaupt? Falsche Seite, wir müssen da runter. Ups. Was machst denn du? Ich dachte gerade, das ist unser Kommandant. Ganz kurz dachte ich das. Ja. Du hast entdeckt Schneider, ey. Es tut mir leid, es dir zu sagen, aber dein Sohn ist tot. Gott sei mit dir.
Okay, wir können es ihm nicht mal sagen. Wenn er wirklich tief in der Scheiße steckt, versuch bitte, kann ich irgendwie ihn zu helfen. Ich finde das jetzt kacke, dass wir es ihm nicht sagen können, dass hier was passiert ist und so weiter. Das wäre realistisch gewesen. Wer ist denn was? Wie ihr seht. Ja, wir hauen ab. Es tut mir leid, dein Sohn ist tot, den wirst du nie wiedersehen. So, mapmäßig reiten wir. Oh, hier ist halt noch irgendwas zu sein. Erstmal A. Wir reiten nach A. Ja. Und ich sehe schon, zeitmäßig sind wir wieder an unsere Grenzen angestoßen. Und würde ich sagen, wir reiten nach A und sehen uns dann nächste Folge hoffentlich wieder. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Hallo?